Der Biberer Berg ruft die Offenbacher Kickers im Hessen-Pokal-Viertelfinale zu Hause gegen den SC Hessen Dreieich. Die Rollen sind klar verteilt, der OFC steht in der Regionalliga auf Platz 6, ist allerdings schon 10 Punkte hinter Spitzenführer Waldhof Mannheim. Der SC Hessen Dreieich kämpft um den Klassenerhalt in der Regionalliga, ist momentan auf Platz 16 mit Trainer Rudi Bommer, der schon in sein drittes Jahr geht. Kapitän bei Hessen Dreieich heute Kevin Pezzoni. Schiedsrichter der Partie ist Katrin Rafalski, die schon seit 22 Jahren an der Pfeife ist. Alle Blicke auf den Topstürmer Jake Hurst. 11 Spiele, 7 Tore. Der 22-Jährige ist der wichtigste Spieler in der Offensive bei dem OFC. Da ist er, Jake Hurst! Erste Möglichkeit. Offenbach in den roten Trikots, Hessen Dreieich in blau. 3 Finalteilnahmen im Hessen-Pokal stehen zu Buche für den OFC. Nur der SVW in Wiesbaden hat mehr mit 4. Die stehen auch schon im Halbfinale nach dem Sieg gegen Hessen-Kassel mit 6:0. Aber zurück zu dieser Partie hier. Hessen-Dreieich mit der Möglichkeit. Da ist Danny Klein mit dem Rebound und die Gäste führen. In der Liga hat der OFC beim SC Hessen-Dreieich mit 1:0 gewonnen. Torschütze, dreimal dürfen sie raten, Jake Hurst natürlich. Hier trifft Danny Klein zur Führung für die Gäste. Der 26-Jährige geht schon in seine 6. Saison beim SC Hessen Dreieich und hat dieses Jahr schon 4-mal genetzt. Aber das ist natürlich schlecht verteidigt. 2-auf-1 Situation, Danny Klein ist komplett alleine gelassen. Der OFC macht es hier nicht gut. Und die Führung geht auch irgendwie in Ordnung. Kevin Pezzoni, der Antreiber, der Anker vor der Abwehr, natürlich auch ein wichtiger Pfeiler in der Mannschaft von Rudi Bommer. Offenbach antwortet. Tiefer Pass für Mike Vetter. Aber Keeper Pierre Kleinheider ist da, gebürtiger Offenbacher. Offenbacher Junge, er war früher auf dem Biberer Berg und hat sich die Spiele des OFC angeschaut. Küsschen gibt's hier für den Ball. Serkan Firat beim Freistoß. Wir erinnern uns, im DFB-Pokal hat er schon häufiger per direkten Freistoß getroffen. Hier reicht es nicht. Insgesamt muss man sagen, in der ersten Hälfte der OFC etwas lethargisch. Es kommt zu wenig und zur Pause feuert Daniel Endres seine Mannschaft nochmal an und man hat das Gefühl, das zeigt Wirkung. Jake Hurst! Der OFC kommt mit viel Druck aus der Kabine. Die wollen das hier nochmal umreißen. Aber es fehlt heute an der letzten Konsequenz. Der SC Hessen Dreieich kommt nur punktuell nach vorne. Immer dann, wenn sich die Möglichkeit bietet, nach einer Ecke ans Außennetz. Das ist natürlich auch nicht zwingend. Trotzdem geht der Matchplan von Rudi Bommer hier auf. Gut eine Stunde gespielt. Der SC Hessen Dreieich kommt mal wieder nach vorne. Der OFC verteidigt das hier schlecht. Rechts ist ganz viel Platz. Da ist Danny Klein. Er bekommt den Ball. Danny Klein! 2:0! Hessen Dreieich nutzt die Räume, die sich bieten. Offenbach natürlich jetzt deutlich offensiver in den zweiten 45 Minuten. Und das zahlt sich aus. Aber nur für die Gäste, die mitgereisten Fans. Das ist die Hessen Dreieich, die haben hier richtig Spaß, die feiern. Aber warum entsteht diese Situation? Sie verlieren das Kopfballduell, dann der Ballverlust. Und dann sehen wir hier die Situation, 2 gegen 3 und die rechte Seite, da ist der dritte Gegenspieler, der ist komplett offen. Das ist keine gute Verteidigung. Und die Gäste aus Dreieich bestrafen das eiskalt. Die Kickers, was haben sie noch zu bieten? Es geht über die linke Seite. Über den eingewechselten Serkan Götzscher. Jake Hurst wedelt schon mit den Armen. Da bekommt er den Ball und er macht ihn ins kurze Eck. Was für ein Tor. Der OFC macht den Anschluss. Und der Biberer Berg erhebt sich. Geht hier noch was? Es sind noch gut 25 Minuten auf der Uhr. Der Antritt von Serkan Götzscher, der ist natürlich extra klasse. Aus der eigenen Hälfte dribbelt er den Ball an die Eckfahne. Dann verzögert er die Flanke ganz geschickt und Jake Hurst weit und breit kein Gegenspieler in Sicht. Und das macht er dann ganz stark. Beide Mannschaften sind seit Mitte September ungeschlagen und haben kein Pflichtspiel mehr verloren. Heute Abend wird es einen Verlierer geben. Das ist Mike Vetter, der ist der Ausgleich für den OFC. Aber Schiedsrichterin Katrin Rafalski hat sich früh festgelegt, Abseitsposition. Es war eine ganz, ganz knappe Entscheidung, die am Ende gegen den OFC geht. Wir sind in der Schlussviertelstunde. Nochmal Serkan Götzscher, wieder der Antritt. Mike Vetter mit der Volleyabnahme. Und das
war die letzte Möglichkeit. Der OFC unterliegt dem SC Hessen 3 Aich im Hessen-Pokal-Viertelfinale mit 1:2. Die Mannschaft von Rudi Bommer zieht ins Halbfinale ein. Ja, ich bin gebürtiger Offenbacher. Früher war ich immer hier im Stadion, habe zugeguckt. Bei den erfolgreichen Zeiten dann noch mehr oder weniger. Ja, für mich ist es ein schönes Gefühl, erstmal hier zu spielen und dann auch noch vielleicht zu gewinnen. Wir wollten die Zuschauer so ein bisschen auf unsere Seite bringen, sie ein bisschen verunsichern und lange die Null halten. Das haben wir auch relativ lange geschafft. Zwischendurch hatten die ersten 10 Minuten war es ein bisschen wackelig. Wir waren eine neu formierte Mannschaft, haben ein paar Leistungsträger draußen gelassen, weil wir einfach auch auf die Liga gucken müssen. Und da müssen wir einfach die Belastung gucken. Nichtsdestotrotz sind wir nach einer Viertelstunde super reingekommen, hatten dann auch eine gute Szene schon, die vor der Linie geblockt wurde. Den zweiten Konter spielen wir zu Ende und führen wir dann auch mit 1:0 in der Pause. Und der Matchplan war wirklich, dass wir auch unsere Konter dann wirklich gut ausspielen, dass wir auch ein bisschen denen den Ball überlassen, denen das Spielgeschehen, aber dann knallhart zuschlagen. Ja, das tut uns natürlich auch als Mannschaft für die Zuschauer, für den Verein weh. Wir wissen, ja, wie viel der Pokal oder DFB-Pokal, wenn wir den Hessen-Pokal gewonnen hätten, wie viel das für den Verein bedeutet. Und die waren ja die ganze Zeit hinter uns und das wissen wir alle, und dass wir dann am Ende sie nicht damit belohnen, also mit dem Sieg belohnen können, das tut dann umso mehr weh. Nach dem Spiel bedankt sich Rudi Bommer bei jedem einzelnen Spieler. Ein Meilenstein für den SC Hessen 3 Aich natürlich, hier ins Halbfinale des Hessen-Pokals einzuziehen. Am Wochenende geht es schon weiter, zu Hause gegen den FSV Frankfurt. Dann ist wieder Abstiegskampf angesagt in der Regionalliga. Für die Kickers geht es nach Stuttgart, zur zweiten des VfB. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.